Hause unter der modernen Zivilisation. Aber was heute als Logik bezeichnet wird, wäre den Ägyptern fremd. Das liegt unter anderem an ihrem Umgang mit Komplexität und Kontrolle von Komplexität. Unordnung und Unbestimmtheit als zwei wesentliche Faktoren von Komplexität werden hier kurzerhand zum festen Bestandteil von Ordnung erklärt. Eben dieser Teil der Ordnung lässt sich niemals vollständig kontrollieren. Für das heutige Ordnungsdenken sind vor allem die Teile des römisch-griechischen Denkens von Bedeutung, die auf Struktur, Klarheit und Linearität beruhen. Noch verstärkt wird dies durch die Renaissance und auch die Aufklärung, die diese Teile des antiken Denkens hervorheben und sie zu einer radikalen Aufwertung von Naturwissenschaft und Technik weiterführen. In der heutigen urbanen Gesellschaft meint dies zum Beispiel die hohe Bewertung von IT-Technik bei der Aufarbeitung von Informationen und die ebenfalls hohe Bewertung von Wandelstrategien aus den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Bankwesen und Jura. Alle diese Denkmuster vermitteln den Eindruck, dass der Mensch ein hohes Maß an Kontrolle über die städtische Lebenswelt hat. Was aber, wenn diese scheinbar klaren Strukturmuster im menschlichen Denken keine effektiven Problemlösungsstrategien hervorbringen, sodass die Realität als permanente Krise erlebt wird? Was aber, wenn trotz der fehlenden Effektivität an diesen Strategien festgehalten wird? Weil die Illusion von Kontrolle attraktiver ist als der Gedanke, dass man die Realität nicht in dem hohen Maß beeinflussen und kontrollieren kann, wie es die oben aufgeführten Denkmuster glauben machen. Die städtische Lebenswelt wird als undurchsichtig und bedrohlich erlebt. Ein hohes Frustrationspotenzial und Aggression stauen sich an. Konflikte sind vorprogrammiert. Urban Warfare. Die alten Ägypter sind die Untoten der westlichen Welt.